So, in unserem nächsten Beitrag machen wir jetzt eine kleine gedankliche Reise. Und zwar von Europa direkt nach Südamerika, genauer gesagt nach Brasilien. Und Marvin, wenn du das so hörst, Brasilien, was fällt dir da so als erstes ein? Also ganz spontan natürlich, gutes Wetter, weiße Strände, flinker Fußball. Vor allen Dingen. Wunderschöne Frauen und Männer und natürlich Capoeira. Ja, ganz fein machst du das, Marvin. Super. Also gut, mein Move war jetzt vielleicht nicht der beste, aber Capoeira, das ist eine Kampfkunst, die vereint Tanz, Musik und ganz viel Tradition miteinander. Ja, das klingt spannend. Und wer diese Tradition selbst mal erleben möchte, der muss dafür nicht extra nach Südamerika reisen, sondern der kann das auch hier an der Uni mal im Hochschulsport ausprobieren. Dazu Robert Murmann mit dem Sportcheck Capoeira. Ungewohnte Klänge aus der Tischtennishalle der Johannes-Gutenberg-Universität. Musik der Capoeira, genauer der Capoeira Angola. Capoeira wurde vor Jahrhunderten von Sklaven entwickelt, um Widerstand gegen die Unterdrückung zu leisten, sich zu befreien. Auch heute ist Freiheit deshalb ein zentraler Bestandteil der Capoeira. Die Grupo Bantu de Capoeira Angola aus Mainz bei ihrer Horda. Horda ist portugiesisch und heißt so viel wie Kreis. In der Capoeira bezeichnet es den Raum, in dem musiziert und gespielt wird. Aber was genau ist eigentlich Capoeira? Es wird ganz häufig in so einer Art Schnelldefinition als Mischung aus Kampf und Tanz beschrieben, aber das wird der Sache eigentlich nicht ganz gerecht, weil zwar ist die Bewegung, also der sportliche Aspekt, ein zentraler Bestandteil der Capoeira, aber sie umfasst einfach noch viel mehr Elemente, wie zum Beispiel die Musik, die eigenen Instrumente, die eigenen Rhythmen. Es hat ganz viel von Theater und Performance, von Witz, von Lebensfreude, aber auch von Ritual und Spiritualität. Tradition ist die wichtigste Komponente der Capoeira Angola. Sie findet sich in der Musik und in den Bewegungsfolgen. Es entsteht ein Frage-Antwort-Spiel, bei dem gegenseitiger Respekt einen hohen Stellenwert einnimmt. Was die Capoeira leisten kann, ist auf der einen Seite so ganz praktische Sachen wie Flexibilität, wie Gleichgewicht sind. Man spricht eigentlich alle Muskelpartien an. Und versucht an sich zu wachsen. Das ist vielleicht so das Größte, Bewegungen zu machen, die man vorher noch nicht ausprobiert hat, und das wieder und wieder zu üben und irgendwann über sich hinauszuwachsen und diese Bewegungen dann zu beherrschen. Sich zu überwinden, aufmerksam zu sein, auf sich zu achten. Es ist ein großes Gemeinschaftsgefühl von den Leuten, die so ein bisschen länger auch nur hier in der Gruppe sind. Jeder kann Capoeira trainieren. Eine gewisse Grundbeweglichkeit und Musikalität helfen hierbei. Und was genau versprechen sich die Teilnehmer von Capoeira? Also die Capoeira ist einfach so vielfältig, dass man kann abschalten, man kann sich aber auch körperlich auspowern, man kann sich vergessen und man lernt eine neue Sprache, eine neue Kultur, man kann ein neues Land bereisen. Ich war auch in Brasilien bei unserem Meister und man lernt vor allem besondere Menschen kennen. Capoeira ist einfach eine Herausforderung mit sich selber, aber auch im Umgang mit anderen. Unser Meister hat mal gesagt, es ist eigentlich ähnlich wie Fußball, nur guter Fußball kann da entstehen, wo man kann es nicht alleine machen, man braucht ein Team, man muss es zusammen machen. Die Musik ist ein wichtiger Bestandteil der Capoeira. Sie bestimmt die Geschwindigkeit und den Rhythmus. Das Besondere, hier wird jeder zum Musiker und lernt die portugiesischen Gesänge. Die Musik gibt dem Spiel außerdem ihre unverwechselbare Stimmung, in der die Bewegungen der Capoeirista sich mit der Musik verbinden und die Gruppe zu einem Kollektiv wird. Ganz bildlich gesprochen, wenn mir versucht, das Leben einen Tritt zu versetzen, dann versuche ich mich nicht mit aller Gewalt entgegenzustellen oder das zu blockieren, sondern ich weiche aus und versuche mit einer möglichst schönen, angemessenen Antwort zu reagieren. Wer sich für den Sport interessiert, schaut einfach vorbei. Immer mittwochs um 20 Uhr in der Tischtennishalle auf dem Campus.